Hallöchen und willkommen zurück bei Erben der Erde. Ja, im letzten Teil haben wir die bösen Wölfe gefunden und mit Hilfe von Shiala sind wir denen auch wieder entkommen. Und jetzt bin ich hier in einer antiken Ruine gelandet und ja, vermutlich wurde das ganze Ding hier von den Menschen erbaut. Genaueres wissen wir aber nicht. Jedenfalls finde ich das hier ganz schön gruselig. Hier ist nämlich alles voll mit technischem Equipment, was wir noch nie zuvor gesehen haben. Ja, also schaue ich mich mal weiter um. Okay. Tja, dann mal weiter. Hier ist nichts. Ein riesiges Feld mit Lagerhallen. Es ist ja schon sehr mysteriös. Hier noch eine Halle. Und noch eine Schiebetür. Die Führungsschienen scheinen verrostet zu sein. Wir können sie nur ein Stück öffnen. Mist. Auch verrostet. Kann da vielleicht auch was ausrichten? Jeder Ort, den wir besuchen, scheint seltsamer zu sein als der davor. Und der vorige war wirklich seltsam. Nee. Die Führungsschienen scheinen verrostet zu sein. Wir können sie nur ein Stück öffnen. Mist. Ich kann mich da auch nicht reinquetschen, oder? Nee. Sieht nicht so aus. Nee. Tja, okay, dann weiter. Was ist das? Keine Ahnung. Oh, geht's hier weiter? Ein großer, langer Weg. Das ist ja wirklich sonderbar. Hier ist er zu Ende. Ist eingezäunt. Naja, jedenfalls scheint das schon lange Zeit nicht mehr benutzt worden zu sein. Hier wächst überall Unkraut. Also wenn das die Menschen waren, dann waren sie wirklich mächtig. Was hatte dieser Ort hier für einen Nutzen? Hier geht's immer weiter. Oh, hier ist ein anderer Zaun. Und hier ist wieder zu Ende. Geht's hier durch? Oh, da geht's durch. Nicht, dass ich hier was übersehe. Nee. Hier unten noch durch. Ja. Oh, noch so seltsame Gebäude. Das ist ja wirklich sonderbar. Was ist das? Oh, eine Tür. Diese Tür scheint versiegelt zu sein, was wahrscheinlich bedeutet, dass wir über diesen Weg nicht hineingelangen. Schade. Versiegelt. Okay, was ist das? Admin 21? Noch eine Tür. Diese Tür scheint versiegelt zu sein, was wahrscheinlich bedeutet, dass wir über diesen Weg nicht hineingelangen. Auch versiegelt. Lex? Aha. Diese Tür scheint versiegelt zu sein, was wahrscheinlich bedeutet, dass wir über diesen Weg nicht hineingelangen. Ebenfalls versiegelt. Das sind ja wirklich eigenartige Bauwerke. Was ist hier? Geht's da auch noch rum? Vielleicht ist hier noch irgendwo ein anderer Eingang. Hier ist noch eine Tür. Diese Tür scheint versiegelt zu sein, was wahrscheinlich bedeutet, dass wir über diesen Weg nicht hineingelangen.
Auch versiegelt. Oh, das sieht ja spannend aus hier. Mein Gott, das ist ja riesig. Diese Tür scheint versiegelt, was wahrscheinlich bedeutet? Nein, geht auch nicht. Und hier? Abgefahren. Nee, geh ich mal wieder zurück. Da waren ja noch mehr Gebäude. Hier vorbei. Genau. Und hier unten durch. Hier ging es ja auch noch weiter. Vielleicht ist da noch eine Tür. Hallo? Diese Tür scheint versiegelt zu sein. Was wahrscheinlich bedeutet, dass wir über diesen Weg nicht hineingelangen. Auch versiegelt. Was ist hier? Nein, hier geht's nicht weiter. Vielleicht außenrum? Ah ja, hier geht's doch weiter. Mhm. Gut. Oh, noch mehr Bauwerke. So langsam wird's hier aber wirklich sehr seltsam. Ah ja, hier ist der Zaun. Okay. Gut. Hier vielleicht noch irgendwo ein Eingang? Hier vielleicht. Admin 14. Oh Gott, die geht auf. Eieieiei. Okay, dann mach rein. Evakuiert? Evakuieren. Ich frage mich, was das bedeuten soll. Evakuieren. Was ist das? Pflanze. Sieht ziemlich tot aus. Eine abstrakte Skulptur. Aber ist das Kunst? Ja, wer weiß. Was ist das? Eine Tür. Das? Platte mit blinkenden Lichtern. Ein schmaler Schlitz, der von Lichtern umgeben ist. Tja. Kann ich hier denn weitergehen? Nee, komme ich wieder raus. Geh mal wieder rein. Vielleicht kann ich da ein bisschen mit dem Löffel drin rumpopeln oder so. Das scheint nichts zu bringen. Nee. Dann vielleicht hier mit Nadel und Faden? Das scheint nichts zu bringen. Auch nicht. Evakuieren. Okay. Nee. Dann gehe ich wieder raus. Da scheint irgendwas zu fehlen. Gut. Dann geht's hier nicht weiter. Ein wirklich sonderbarer Ort. Nein, ich muss irgendwie in diese anderen Lagerhallen reinkommen. Aber wie kriege ich die bloß auf? Naja. Ich glaube, ich gucke dann erstmal hier weiter, was es hier noch so gibt. Ah, ja. Hier war ich ja. Hier ist dieser Staudamm. Okay. Vielleicht kann ich da jetzt nochmal ein bisschen genauer gucken. Jetzt sind die Wölfe ja weg. Habt ihr was zu sagen? Sieht aus wie eine riesige Mauer. Ja,
Vielleicht ist das Ding hier, um andere Stämme fernzuhalten. Nur wer weiß. Gehen wir mal hin. Wow. Schon beeindruckend. Ziemlich groß. Wer hat das wohl gebaut? Tja. Wenn ich das wüsste. Was für ein schöner Fluss. Ja. Naja, geh ich da mal lang. Wo muss es denn hier weitergehen? Ah, hier den Hügel rauf. Boah, ist da ganz schön beschwerlich. Na kommt, Jungs. Was ist das? Oh mein Gott, was ist denn das für ein seltsames Gebäude? Muss von den Menschen gebaut worden sein. Ja, das ist eine ähnliche Architektur wie dieses komische große Feld, wo wir gerade waren mit den Lagerhallen. Und eine Tür. Eine solche Tür habe ich nie zuvor gesehen. Ich frage mich, welche alten Geheimnisse dahinter liegen. Tja. Ja, öffne Tür. Die scheint zu klemmen. Mist. Was ist das? Eieiei, jetzt ist der Damm. Tja. Fällt euch hier was zu ein? Auf geht's! Ha, okay. Tja. Na, hier ist aber auch nichts. Ah! Lücke in Mauer. Diese Stelle hat dem Zahn der Zeit nicht sehr gut widerstanden. Ja. Ja, ist kaputt. Naja. Der See? Hübsch. Ja. Na, dann gehe ich wieder zurück. Hier geht's ja nicht weiter. Sonderbarer Ort. Ist hier noch irgendwas? Habe ich irgendwas übersehen? Diese Brücke scheint ganz schön alt zu sein. Nee. Nichts Brauchbares. Naja, dann gehe ich mal weiter. Die Karte ist ja noch groß genug. Okay. Hier waren wir ja schon. Also wieder zurück. Gehe ich erstmal hier weiter. Oder geht's hier außen noch weiter? Nicht, dass ich was übersehe. Ja, hier geht's auch außenrum weiter. Ja, hier ist Ende. Ende Gelände. Gut, dann hier weiter. War hier unten noch was? Nein. Nee, sieht nicht so aus. Dann hier weiter. Sich hier durch. Ah, ja, okay. Alles klar. Da ist der kleine Wasserfall. Da ist ja Shiala.
Ach, da komme ich von hier aus nicht hin, was? Ach, sieht ganz so aus. Nee, da muss ich wieder zurück. Vielleicht kann ich Shiala jetzt nochmal ansprechen und sie fragen, was da los war bei den Wölfen. Und warum sie uns befreit hat. Ich meine, ich bin da zwar sehr dankbar für, aber was, warum hat sie das getan? So. Ah, nee, sie ist nicht mehr da. Naja, okay. Schade. Schade, dann geht's mal hier weiter. Wenn's hier weiter geht, hoffe ich doch. Genau, von hier unten kam ich ja. Hier ist irgendwo der Anleger, oder? Oder? Habe ich jetzt die Orientierung verloren? Ich weiß nicht, ich gehe einfach mal hier außen rum. So groß ist die Insel ja hier nicht. Relativ. Okay, hier ist nichts weiter. Und hier? Was ist das? Ist das irgendwas? Eine Küstenklippe. Aha. Schön. Ist denn hier irgendwas Besonderes? Ok. Pass auf, wo du hintrittst. Mach dir keine Sorgen um mich. Na gut. Ist schon nett. Tja, was ist das hier? Hä? Schlüsselkarte. Und ein Nest. Ok, Ea, seht her. Da glitzert etwas in dem Nest da unten. Was du nicht sagst. Etwas Metallisches? Schwer zu sagen von hier oben. Eine Schlüsselkarte. Eine dünne Karte mit metallischen Mustern drauf. Kartenschlüssel, ja. Komm ich da mit der Kabelrolle dran? Benutze Kabelrolle? Ah! Super! Okay. Was ist es? Ich bin mir nicht sicher. Es ist dünn und flach und es lässt sich biegen. Oh gut, genau sowas haben wir gebraucht. Ja, ich glaube auch. Ja, damit müsste ich doch diese Tür aufkriegen. Auf dem großen Feld. Von den Menschen. Ah, ich guck erstmal hier weiter. Vielleicht finde ich ja noch irgendwelche sonderbaren Dinge. Ja, hier müssten doch jetzt wieder diese Wölfe sein. Hier oben irgendwo. Aber ich habe die Schneewölfe noch nicht getroffen. Von denen der Fährmann erzählt hat. Aber ich weiß nicht, ob ich denen begegnen will. Der sagte ja, die Waldwölfe wären am nettesten. Da ist dieses Wolfslager. Da will ich jetzt aber nicht unbedingt nochmal hin, oder? Nachher nehmen die mich wieder gefangen. Das muss ja auch nicht sein. Nein, das muss wirklich nicht sein. Okay, dann gehe ich einfach weiter. Ja, dann ist doch klar, was wir als nächstes versuchen. Versucht mit der Schlüsselkarte da in diesen Raum reinzukommen. Wo Evakuierung steht. Jetzt wird's aber wirklich spannend. Meine Güte, meine Güte. Was für Geheimnisse warten da nur auf uns? Na los. So, das müsste doch jetzt hier kommen. Ja, da ist es. Okay. Also wieder rein da. Antiken Ruinen.
Hier runter direkt, ne? Hier war das doch. Ja, genau. Bin ich mal gespannt. Los, kommt, Jungs. Wir sind dem Geheimnis auf der Spur. Ja, okay, dann benutze Kartenschlüssel mit blinkenden Lichtern, mit der Platte. Da hat etwas geklickt? Ja, ist aufgegangen, super. Ja, dann mach rein. Ach du meine Güte, was ist das denn? Ist das wieder ein Irrgarten? Ich hoffe nicht. Links und rechts. Ich gehe mal weiter geradeaus. Ja, es scheint ein Irrgarten zu sein. Ich gehe erstmal geradeaus. Immer geradeaus. Aber glaube ich, mache ich am wenigsten falsch. Oh, da ist ein Pfeil. Das ist ja wunderbar hier. Okay. Ah. Oder sollte ich dir mal den Pfeil folgen? Ich bin mir nicht so sicher. Jetzt wird's langsam komisch. Wenn ich jetzt immer nach links gehe, laufe ich im Kreis. Nee, hier geht's nach rechts. Ah, okay. So langsam wird es mir aber schwindelig hier. Da ist wieder der Pfeil. Ich habe das Gefühl, ich laufe im Kreis. Nein, dann muss ich gleich bei der nächsten Kreuzung mal einen anderen Weg nehmen. Gehe ich mal nach links. Aha. Sieht aus wie jeder andere Gang. Weiter geradeaus. Oh. Jetzt bin ich wieder draußen. Ja, das hat mich ja jetzt nicht sehr weit gebracht. Okay, dann nochmal. Da hat etwas geklickt. Ich versuch's nochmal so. Wenn das nicht funktioniert, dann muss ich mir das, glaube ich, aufmalen. Okay, dann versuche ich jetzt mal den rechten Gang. Aha, okay. Das darf doch nicht wahr sein. Das sieht ja hier aber auch echt alles gleich aus. Soll ich nochmal rechts gehen oder jetzt nach links? Na komm, ich gehe nochmal nach rechts. Links. Geradeaus. Nein. Ich drehe mich hier im Kreis. Was ist das hier nur für ein seltsames Bauwerk. Ja, dann gehe ich jetzt mal nach links. Irgendwohin muss das doch hier führen? Doch mal links? Ah, okay. Mal was anderes.
Was ist das? Eine Tür. Okay. Hinein. Ach du meine Güte. Was zum Geier ist das denn? Sieht ganz schön verwüstet aus hier drin. Bist du sicher, dass das der richtige Weg ist? Nein. Auf geht's! Ach ja, ja, ich weiß. Was ist das hier? Seltsame Maschine? Dreieckiges Gerät. Ein merkwürdiges metallisches Dreieck. Ich frage mich, was das ist. So, ja, nimm mal mit. Dreieckiges Gerät. Ein Schreibtisch mit einer eingebauten Maschine. Was ist das für ein Bild? Was für ein seltsames Wesen. Vielleicht jemandes Haustier. Ja, vielleicht. Was ist das? Eine seltsame schwarze Scheibe. Okay. Ein Schreibtisch mit einer eingebauten Maschine. Tja. Kann ich das damit irgendwie benutzen? Ich habe keine Idee, wie man den benutzt oder wofür der gut ist. Okay. Seltsam. Noch mehr von diesen seltsamen kalten Lichtern. Hier ist ein Fenster. Draußen ist es immer noch hell. Ja. Sonst ist hier nichts, nein? Kann ich die irgendwie öffnen, die Maschine? Ich weiß nicht, wie man den öffnet. Da kann ich das Ding hier öffnen? Da ist nichts drin. Nichts drin. Kann ich damit reden? Nee. Nee. Geht auch nicht. Wirklich abgefahren. Naja, okay. Dann gehe ich mal wieder raus hier, was? Mal gucken, vielleicht finde ich ja hier noch was. Gehe ich mal nach rechts. Nee, weiter geradeaus. Ah, jetzt bin ich schon wieder draußen. Okay, das ist wirklich schräg. Das ist verflucht schräg. Tja, ich weiß nicht. Vielleicht muss ich doch nochmal zurück zum Lager der Wölfe. Ich würde gerne nochmal hier mit der Shiala sprechen. Vielleicht weiß sie irgendwas. Und ich muss auch schließlich irgendwie an die Sturmkugel kommen. Der Waschbär ist ja auch da in diesem Lager. Ich glaube, ich komme da einfach nicht drum herum. Tja. Das ist alles äußerst mysteriös. Na gut, ich gehe mal wieder zurück. Ich glaube, ich folge noch mal der Spur hier ins Lager der Wölfe. Sonst wüsste ich nämlich nicht, wohin. Ja gut, da oben an dem Damm, da ist ja noch dieses komische Bauwerk. Da passt vielleicht auch diese Schlüsselkarte. Ja, ich will aber zuerst noch mal hier zu den Wölfen. Müsste doch jetzt hier sein. So, da ist das Lager. Okay, dann mal los. Oh, sieht doch ziemlich verlassen aus. Ja,
Wenn der Waschbär die Kugel hat und der Waschbär ist hier, dann können wir nicht einfach gehen, ohne danach zu suchen. Die Kugel muss direkt vor unseren Nasen liegen. Ja, das ist doch mein Reden. Ok. Wir sollten hier schnell alles durchsuchen und dann verschwinden. Okay. Tja, vielleicht habe ich ja noch nicht alles gesehen. Suchen wir mal weiter.